Wenn es um die Energiewende geht, dann sind Uli Ruf und sein Unternehmen Ruf Solar ganz vorne mit dabei. Der Betrieb installiert Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, also genau das, was es braucht, um fossile Energien durch Erneuerbare zu ersetzen und somit den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern. Das interessiert natürlich auch die Politik. So schaute der grünen Europaabgeordnete Michael Bloß bei seiner Tour durch das Ermstal auch in Riedrich bei Ruf Solar vorbei. Anlass ist der Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni. Photovoltaikanlagen, soweit das Auge reicht. Ob einzelne Module oder der mit Solartechnik überdachte Firmenparkplatz. In Riederich bei Ruf Solar ist die Energiewende längst angekommen. Es gibt aber ein Problem: die Verunsicherung von Kunden durch die Politik. Förderprogramme würden geändert oder eingestellt, kritisiert Ruf. Und die Kunden wüssten dann oft nicht, was sie tun sollten. Des Weiteren war jetzt im letzten Jahr das Gebäudeenergiengesetz, das neu auf den Weg gebracht wurde und da auch eine große Verunsicherung war. Also das sind eigentlich die Punkte, die dagegen sprechen. Die Kunden, die wir ja jeden Tag sprechen, die sagen, sie wollen das umsetzen. Sie wissen nur nicht, wo es denn hingeht. Und da brauchen wir eine klare Linie. Eine klare Linie vertritt auch der Europaabgeordnete Michael Bloß. Es sei allerdings viel zu tun, nachdem während der Großen Koalition nicht viel passiert sei. Jetzt sieht Bloß allerdings die Bundesregierung so langsam auf dem richtigen Weg. Gerade diejenigen, die sich es nicht einfach so mal leisten können, eine Wärmepumpe einzubauen, die bekommen wirklich viel, bis zu 70%. Ja, das ist also echt viel für so eine Wärmepumpe. Das heißt, die können sich das dann auch leisten, das brauchen wir auch. Und wir müssen nur einfach schauen, dass wir diesen Förderrahmen kontinuierlich setzen, dass wir nicht die ganze Zeit drumherum schrauben, dass jetzt einfach mal was gilt. Und dass nichts mehr gestoppt werde. Auch europaweit setzt Bloß auf die Energiewende und da vor allem auf mehr Zusammenarbeit. Wir müssen uns auch unbedingt in ganz Europa vernetzen. Es ist eben so, dass es sehr selten der Fall ist, dass in ganz Europa die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Aber dazu müssen auch europaweit die Netze ausgebaut werden, sodass wir eben vom günstigen Sonnenstrom aus Griechenland oder Spanien oder vom Windstrom aus Schweden profitieren können. Es ist wieder Wahlkampf und derzeit sind es vor allem die Europapolitiker, die landauf, landab unterwegs sind. Michael Bloß wirbt dabei nicht nur für die Grünen, sondern auch für die Europäische Union. Stellen Sie sich vor, wenn Trump an die Macht kommt, dann sind wir in Europa alleine. Ja, dann haben wir auf der einen Seite Trump, dann haben wir Putin, dann haben wir China. Das sind harte Herausforderungen. Und eins ist klar, das schaffen wir nur durch ein sehr starkes Europa, durch das wir viel in Europa gemeinsam machen. Aus der Europäischen Union auszutreten, wäre dagegen der absolut falsche Weg und würde Deutschland in den Abgrund führen. Davon ist Michael Bloß überzeugt.